Dankeschön. Du stellst mich auf einem weiten Raum. Du machst im Raum und du arbeitest in meinem Leben vorwärts. Heute spreche ich über den Josef aus 1. Mose 37 bis Kapitel 37 bis Kapitel 50 werde ich durchstreifen, den Josef. Die Geschichte von Josef. Ja, Josef hatte eine Vision von seinem Leben, schon als kleiner Bub. Kommt rein, Papa, ich habe heute Nacht geträumt von Weizenernte und dann habe ich geträumt von Sonne, Mond und Sternen und so weiter. Und er erzählt und das hat bei seinen Geschwistern Neid erregt. Ja. Aber sein Leben wurde buchstäblich durch Gott geprägt, durch die Träume, die er hatte. Er hatte eine Vision für sein Leben und es ist wichtig, dass wir eine Vision für unser Leben haben. Ja. Und das ist, dass Gott uns befördert, aber diese Vision dauert über 21 Jahre, bis sie realisiert wird. Ist nicht sofort realisiert worden. Sein Leben ist durch Gottes Gedanken, durch Gottes Geist vorbereitet, vorgezeichnet worden. Thomas Mann schrieb über Josef und seine Brüder 16 Jahre lang einen Roman, 2100 Seiten. So lange, 16 Jahre hat er sich beschäftigt mit dem Josef und seine Brüder. Da steckt drin, da ist ja, Dynamik drin, Dynamit drin. Josef bleibt ein Außenseiter. Ja, wir werden Josef nicht verstehen, weil wir Gott nicht verstehen. Wie sind die Wege Gottes? Gottes Wege sind ungewöhnlich. Josef lernt Gottes verschlungene Pfade kennen und macht einen steilen Aufstieg in Ägypten, aber zuerst mal einen steilen Abstieg ins Gefängnis, zuerst als Sklave beim Potiphar und was auch so war. Ja, er lernt so sein Leben. Josef ist ein Aufsteiger, ein Absteiger und ein Aufsteiger wieder im Neuen und er holt seine Familie zurück, als er sich zu erkennen gibt. Er ist Gottes, weil er unter der Leitung des Herrn stand. Er hat das irdische, den irdischen Segen und den himmlischen Segen, die Ehren, das Feld, die Ernte und so weiter, es wird gebunden, Arbeit und so weiter. Und das andere ist himmlisch und göttlich und geistlich. Heute wende ich mich an diejenigen, die eine Berufung haben wie Josef und darauf warten, von Gott befördert zu werden. Und das ist das Schönste. Komm, steig hinauf. Ja, ist etwas ganz Wunderbares, wenn Gott einen befördert, zum König macht oder zum Prinzen macht oder was weiß ich, nicht nur zum Magd und Knecht. Ja, ich spreche über Erwählung und die Bestimmung unseres Lebens. Und jeder Mensch, der geboren ist, egal ob er Christ ist oder nicht Christ ist, hat eine Berufung. Jeder Mensch in aller Liebe. Und wir gönnen uns nicht diesen Spaß, dass wir das Leben genießen. Viele lassen ihr Leben verbauen, zerstören, was auch immer ist, sind neidisch auf andere. Und weil sie neidisch auf andere sind, werden sie nie glücklich. In meinem Lesebuch, in Russland drüber, als ich noch in die Schule ging, da war im Lesebuch ein Bild, ich weiß nicht von wem, aber auf jeden Fall, der Hund geht mit einem Knochen im Mund über eine Brücke und sieht sein Spiegelbild unten und denkt, dem glaube ich den Knochen weg, lässt seinen Knochen los und springt ins Wasser, verstehst? Jetzt haben beide nichts, verstehst? Der eine noch der andere. Sei nicht neidisch auf andere, auf die, die vielleicht gesegnet sind, erfolgt sind. Josef hatte die Vision, dass Gott sein Leben mächtig nutzen werde. Ja, und bleib dabei. Ob dir deine Brüder dich verstehen, ob deine Geschwister dich verstehen, ob deine Familie dich versteht, ist doch vollkommen egal. Er hatte zwei Träume und so in einem Traum sammelt er mit deinen Brüdern Weizenbündel auf das Feld und so weiter. Und die verbeugen sich alle, die Brüder, diese Ehren, die verbeugen sich. Und im zweiten Traum sieht er 11 Sterne, Sonne, Mond und Sterne und Papa und Mama, die verbeugen sich alle vor ihm. Ja, das ist die Geschichte, die später, als Gott ihn befördert hat, als er sein Ziel erreicht hat.
Die Träume ähneln sich zwar in ihrem Inhalt, aber nicht in ihrem Kontext. So, und jeder Mensch hat einen Traum. Jeder Mensch wird mit einem Traum geboren, kommt auf diese Welt. Und die Frage ist, lebst du deinen Traum aus? Und wir sollten unseren Traum ausleben. Einfach, das ist meine Vision. Ja, der erste Traum ereignet sich auf der Erde und der zweite im Himmel. Einen Traum werden wir hier ausleben, aber einen Traum werde ich im Himmel ausleben, in der Herrlichkeit, Halleluja, bei Gott, beim Vater im Himmel, bei meinem Vater. Doch diese Vision, die beide Visionen schienen zuerst mal ein Traum. Ja, die Brüder waren eifersüchtig, wie auch immer, verkauften ihn in die Sklaverei. Und Josef musste ja, viele Jahre die Ungerechtigkeit und die Not ertragen. Auch wir sind in dieser Welt, wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in dieser Welt und wir müssen ja viel Geduld aufbringen in der Situation. Als Josef dann wieder auf die Beine zu kommen schien, wurde er fälschlicherweise beschuldigt. Verstehst du, er hätte die Frau des Potiphars vergewaltigen wollen, ja, sich an ihr vergreifen wollen und wurde deswegen ins Gefängnis gesteckt und angeklagt. Doch die ganze Zeit, über auch im Gefängnis, wachte der Herr über das Leben Josefs und der Herr war mit Josef. Das ist das Geheimnis eines gottseligen Lebens. Der Herr war mit Josef. Gott selbst führte ihn, den gottergebenen Diener. Ich lese in 1. Mose 45, Vers 7 und folgende Verse. Ja. Josef sagte seinen Brüdern, Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch und eure Nachkommen auf dieser Erde zu erhalten und euch am Leben zu retten. Denn ja, so habt ihr mich nun nicht hierher gesandt, sondern Gott hat mich hierher gesandt. Auch wenn es kompliziert und schwierig war, Gott hat mich hierher gesandt. Ja, und mich ja, zum Herrn über das ganze Haus des Pharaos gemacht, zum Herrscher über ganz Ägypten. Was? Wir denken manchmal, die Menschen haben mich verstümmelt, die Menschen haben mich missbraucht, die Menschen haben sich an mir vergangen, die Menschen haben an mir Fehler gemacht. Nein. Gott hat es zugelassen, auch beim Josef, weil er ja einen Plan für sein Leben hatte. Schließlich, ja, nach Jahren der Unruhe, diente Josef im Haus des Pharaos als Herrscher über ganz Ägypten. Stell mal vor, er macht Bilderbuchkarriere. Manche hätten geträumt, so eine Karriere zu machen, aber er kommt dazu. Aus den Leidensjahren wurden Jubeljahre, ja, Segensjahre. Er konnte zurückblicken und sagt, durch das alles hat mich Gott hindurchgebracht, ja, durch das alles. Und er kann bezeugen, Gott hat mich auf diese Reise geschickt und begleitet und hat einen Zweck mit meinem Leben gehabt. Auch die ganzen Strapazen haben einen Sinn gehabt. Was? Er kommt gleich zum Potiphar ins Haus als Sklave und beim Potiphar, der Potiphar war Mundschenk, der war dem Pharao ganz nahe, der lernt die ganzen Gegebenheiten, die ganzen Benehmenregeln im Haus des Pharao, verstehst du, wird schon ausgebildet. Gott sorgt schon dafür. Ja, und dann, er war sehr schön, der Josef, er war sehr schön und deshalb hat der Potiphar ihn als Sklaven genommen. Ich sehe jetzt, dass alles, was wir ertragen müssen in diesem Moment, ja, und was der Josef damals ertragen musste, das war von Gott vorbereitet, bis ins Detail, bis aufs i-Tüpfelchen. Ja, und muss alles zu unserem Besten dienen, denn die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Nicht erst, wenn wir im Himmel sind, sondern schon auf Erden. Schon auf Erden, ja. Josef sah den ewigen Zweck dahinter. Das geht alles vorbei. Das mit dem Potiphar als Sklave, das mit dem Gefängnis. Ja, das geht alles vorbei. Gott selbst beschreibt unsere Geschichte und er ist der, diesen Karriereplan für uns macht. Und die Regie in unserem Leben führt, dass exakt genau das passiert, was passieren sollte. Alles in unserem Leben hat einen Zweck. Halleluja, ich danke Gott. Alles in unserem Leben hat Zweck. Wenn wir gesund werden, wenn wir krank werden, wenn wir arm werden, wenn wir reich werden, wenn wir aufsteigen, wenn wir absteigen, alles dient uns zum Besten. Wir werden nicht nur äußerlich von Gott gestaltet. Die meisten denken, du hast mich zubereitet im Mutterleib. Ja, das stimmt. Aber er hat auch das ganze Umfeld ringsherum zubereitet. Und der Herr pflanzte, bevor er den Adam schuf, pflanzte den Garten, schuf die Tiere, schuf die Bäume, schuf all das. Verstehst du? Das Umfeld. Gott sorgt auch für das Umfeld. Ja. Sondern Gott sorgt auch das Innerliche, für den Charakter, für die Seele. Was es auch immer sei. Josef geht durch viele Prüfungen, bis er dort ankommt, wo Gott ihn haben will, wo er seinen Dienst verrichten kann. Manchmal ist auch ein langer Weg, ja.
da machst du Lehrjahre, da machst du Gesellenjahre und dann erst nach 10, 15 Jahren machst du die Meisterprüfung. Ja, und wir sind dabei, vielleicht jetzt gerade die Meisterprüfung zu machen. Sein Leben von diesem Josef war wie das Gold, das im Feuer geläutert wurde. Ja, er musste viel leiden und der Gerechte muss viel leiden, in aller Liebe. Gutes und Schlechtes, wir müssen alles ertragen, um später herrschen zu können. Ja, wir müssen lernen, uns selbst zu bezwingen. Und wer sich selbst bezwingt, kann Könige und Städte bezwingen. Zuerst mal sich selbst zu bezwingen, stille zu sein, vergessen zu sein. Und ja, und später wird er fähig sein zu herrschen, die Familie zu retten, seine Familie, und ist ein brauchbares Werkzeug in der Hand Gottes. Ja, Gott drückt den Stempel auf das Leben Josefs und Gott selbst drückt den Stempel auf unser Leben, genehmigt, es ist recht, es ist in Ordnung. Ja. An seiner Lebensbiografie schrieben mindestens 5 verschiedene Verfasser, nicht nur wie Thomas Mann, dass er 16 Jahre da studiert und das Leben Josefs und seiner Brüder schrieb, 2100 Seiten, ist ein großes Werk, was Thomas Mann geschrieben hat. Ja, hat sich so hineinversetzt, der Josef. Ja, unser Josef. Aber in der Bibel schrieben 5 verschiedene Verfasser. Seine Geschichte wurde mündlich zuerst überliefert und dann 600 Jahre später, wahrscheinlich zur Zeit Samuels, wurde dann aufgeschrieben, damit man nicht vergisst. Ja, die ganzen biblischen Geschichten wurden zuerst mal mündlich weitergegeben. Ja, und Leute haben dann gesagt, wir müssen aufschreiben, sonst werden wir vergessen. Da sterben die Zeugen, verstehst du, da wird verdreht und da kommt immer was dazu zu der Geschichte und so weiter, was auch immer ist. Sein Vater Jakob ist inspiriert für Josef was zu tun, näht ihm einen schönen Mantel, wahrscheinlich in Regenbogenfarben, ja, der Bund Gottes, verstehst du, mit dir, Josef, soll der Bund Gottes sein, ja, einen farbenfrohen Rock, ein Königskleid, ja, und zuerst haben seine Brüder gesagt, das ist doch ein Kaschwa, verstehst du, so mit bunten Rock, Clown. Nein, er machte eine Ausnahme, sein Vater machte eine Ausnahme, weil er Josef liebte, er war sein Lieblingskind. Und das erregte den Zorn der Brüder. Immer wenn du von Gott geliebt wirst, wirst Menschen sich aufregen und neidisch sein. Und dann haben sie dieses schöne bunte Kleid im Blut getaucht. Damals haben sie noch nicht DNA gemacht und Genforschung und das alles, verstehst du, wenn die das gemacht hätten, hätte Jakob schnell erfahren, du, das ist nur Tierblut, das ist kein Menschenblut, ja, das ist nur Tierblut. Aber der Josef bekam, Jakob bekam Depression, als er hörte, mein Josef ist tot, mein Josef ist tot. Josef geht nach Sichem, sucht seine Brüder, will seine Brüder besuchen und sehen, ob es ihnen gut geht, wie weit sie schon gekommen sind. Denn in Sichem haben sie ein Problem gehabt, da sind 2 Brüder schuldig geworden. Simeon und Levi haben einen Mord begangen, alle Männer ermordet in Sichem. Und deshalb wollte der Vater Jakob wissen, geht es meinen Söhnen dort gut in Sichem auf diesem Feld, wo sie jetzt ihre Schafe hüten? Jakob will sich informieren. Ja, 1. Mose 34, Vers 25, er will sich nur informieren. Und haben die schon vergessen, vielleicht die Gräueltaten, die Leute von sich. Ja, und diese grässliche Tat, ja, die haben nicht mehr dran gedacht, aber dort war ein Geist und dieser Geist hat sich ihrer bemächtigte Brüder, dass sie ihren Bruder jetzt auch noch ermorden, nicht nur alle männliche Nachkommenschaft in sich, sondern auch noch ihren eigenen Bruder in die Grube werfen und für 20 Silberlinge verkaufen. Ja, ganz spottbillig, könnt ihn mitnehmen, ja, holt ihn aus der Zisterne. Eine grässliche Tat. Und ich muss mir hineinversetzen, wenn ich so den Thomas Mann, die Biografie von Josef lese. Ja, Josef musste meditieren, nachdenken. Ja, oh Gott, was sind meine Geschwister für Lumpen? Banditen sind das, sind Räuber, verstehst du? Die sind die schonen nicht mal unsere Familie, verstehst du, gehen über Leichen. Und damals in Orient, in dieser Gegend, in Kanaan, war Blutrache doch das Gesetz. Ja, und der Jakob hat Angst gehabt, geht es meinen Söhnen gut, verstehst du? Und da erfährt er, was mit dem Josef passiert ist. Wie steht es um meine Söhne? Gott wird mit dem Josef sein und der Herr war mit Josef. Ich muss vorstellen, seine Brüder nehmen und schmeißen ihn in die Grube. Das ist Liebe, ja, pur.
Ja, das sind Geschwisterliebe, verstehst du? Und vielleicht hat Josef, und es steht irgendwo in den Psalmen, er flehte um sein Leben, aber die kannten keine Gnade. Ja, die ganzen Brüder Josefs kannten keine Gnade. Und dann zogen sich die medianitischen Händler an Dothan vorbei, ja, diese alte Handelsstraße, und sie kauften Josef ab. Und so ein schöner Bursche, verstehst du, für den kriegt man auch gut Geld. Ja, und er wurde dort versteigert. Stellt euch mal vor, Josef wird in Ägypten versteigert. Ja, wer? Und die Midianiter verdienten ihr Geld. Und die Ägypter selber, die reisten nicht gerne. Ich streife die Geschichte von Josef, weil ich Josef aufarbeiten will, einmal irgendwo in meinem Leben. Ja, Josef, da steckt so viel Potenzial drin, nicht nur beim Thomas Mann. Ja, da steckt so viel Potenzial für unser geistliches Leben. Ja, die Ägypter reisten nicht gern, sie waren bodenständig, sie hingen an der Heimat und die waren so froh, dass jemand die Händler da vorbeikommen und die verkaufen so einen schönen Sklaven. Und die semitischen Sklaven waren sehr schön, verstehst, passten zu den Ägyptern, waren nicht schwarz. Ja, und die Ägypter waren auch nicht schwarz, sie waren bräunlich, waren sehr begehrt. Josef war hellhäutig. Ja, er war besonders wertvoll für die Ägypter als Sklave, ein edler Sklave. Und er kauft gleich der Mundschenk von Pharao, der Potiphar, kauft gleich diesen Sklaven. Ja, du musst vorstellen, du wärst dieser Sklave. Man guckt dir in die Zähne, hast noch alle Zähne im Mund, verstehst du? Bist du gesund, verstehst du? Und betatschelt dich, berührt dich. Und ob du noch Muskel hast, bist du stark. Weißt du, das alles muss sich Josef über sich selbst ergehen lassen. Überleg einmal. Josef ist ein Bild über Jesus, verstehst du, ist ein Typ für Jesus, aber das ist, was Josef erlebt hier. Ja? Gottes Beförderung ist mein Thema, seine Art und Weise ist total anders, als ich dachte, vielleicht auch als du denkst, verstehst du? Da denkst du, überall rollen sie den roten Teppich aus und spielt Musik und die erwarten dich und applaudieren und klatschen, schön, dass du kommst, dass du da bist. Nein, die nehmen einen Stock und prügeln dich, so wie bei Spartacus, habe ich euch die letzten Tage erzählt, die jungen Leute, die jungen Männer, bevor sie da Männer wurden, mussten sie Käse holen, aber da wurden sie auf dem Weg zu der Käserei durchgepeitscht. Jeder hat Peitschenhiebe bekommen. Das ist, wie wir zubereitet werden. Beförderung ist mein Thema heute. Ja, er muss Dinge erleben, wie jeder von uns auch. Ja. Die Freude des Vaters ist zuerst an ihm, dann der Hass der Brüder, dann die Leiden bis zum Umfallen, ja, und dann Verachtung von anderen, ja, vergessen, verstehst du, der Bäcker vergisst ihn und der Mundschenk vergisst ihn, verstehst du, und erst in letzter Situation, nach Jahren, erinnert er sich, ja, ich habe auch einen in der Zelle gehabt, im Gefängnis, im Knast, und der hat meinen Traum gedeutet, ja, eine Erhörung. Beginnt erst nach der Gefangenschaft, nach dem Leiden. Josef ist das Typus von Jesus. Ja, das Typus von Jesus. Stephanus predigt da von Josef und sagt, die Patriarchen waren neidisch auf Josef, verkauften ihn nach Ägypten, waren neidisch. Und Bruder und Schwester, und du darfst auch getrost sein, dir soll es nicht besser gehen mit dem Herrn Jesus Christus oder mit dem Josef oder vielen anderen Heiligen. Gott war mit ihm. Und er rettete ihn aus all diesen Bedrängnissen, gab ihm Gunst und Weisheit. Er hat sich spezialisiert auf die Träume. Ja, er war ein Traumdeuter. Und in der Bibel haben wir 39 Träume. Wir sollen uns mit den Träumen beschäftigen. Und Träume sind wichtig. Jeder Mensch hat einen Traum. Die meisten wissen gar nicht, dass sie träumen. Aber es ist wichtig, wenn ich Seelsorge betreibe und mit Menschen Seelsorge tue, dann frage ich, was hast du geträumt vor 20 Jahren, vor 10 Jahren? Was hast du geträumt als junger Bursche oder junges Mädel? Was hast du geträumt? Und das begleitet dich dein ganzes Leben, so wie beim Josef. Ja? Und dann wird er begnadigt von Gott. Und der König Pharao hier, der macht ihn zum König und über alle seine Güter, alles hat er dem Josef unterstellt. Und ja, nur sein Haus durfte er nicht berühren, aber sonst hatte Josef alles schalten und walten können in Ägypten, was er wollte. Er kam damals, ja, über die ganze Welt, verstehst du, hat Geschäfte gemacht. Gott hat ihm gezeigt,
Pharao, du musst wirtschaften. Jetzt sind die fetten Jahre und jetzt kommen die mageren Jahre, pass auf. Ja, und das ist normal im Leben. Zuerst kommen die fetten Jahre und dann kommen die mageren Jahre, bau Silos. Und das hat Josef gemacht. Und damals in dieser Zeit, wahrscheinlich war eine Naturkatastrophe, dass der Himmel sich verdunkelte, dass die 7 Jahre die Ernte schlecht war, dass der Nil nicht mehr die Flut brachte und so weiter. Und wir haben die Zeit von Ramses, und das war eine dunkle Zeit des Pharao Ramses, und aus dieser Zeit kommt wahrscheinlich auch der Josef. Er lebte um die Zeit etwa in Ägypten, um die Zeit Ramses. Ja, Gott gebrauchte ihn. Gott schickte ihn nach Ägypten, Brot für seine Familie zu besorgen. Ja, Brot für die Welt zu besorgen. Ja, nicht nur für seine Familie, sondern für die ganze Welt, für Ägyptenland. Gestern sprach ich über Elisa, oder die letzten Tage sprach ich über Elisa. Denke nicht, dass Gott dich vergessen hat. Ja? Und der Elisa denkt, ich bin auch nicht besser. Ich kann mir vorstellen, die Zweifel, diese Anfechtung, was er im Gefängnis hatte, Gott hat mich vergessen. Der Papa weiß nicht, was mit mir los ist, verstehst du? Die Mama auch, verstehst du? Er weiß nicht, dass er noch einen Bruder hat, den Benjamin. Ja, der weiß alles gar nicht. Denke nicht, dass Gott dich vergessen hat. Er hat dich nicht vergessen. Halleluja. Merke dir es gut. Wenn du von ihm nichts hörst, Gott hat einen Plan mit dir. Da gibt es noch diese himmlische Berufung, ja, wo sich Papa und Mama sich vor ihm verneigen. Die Sonne, Mond und Sterne. Ja. Er hat eine Aufgabe. Und er muss die Aufgabe in der Ferne erfüllen, ohne Papa und Mama. Im Gefängnis, ja. Da war er von Gott so begnadigt, dass der Gefängniswärter ihm alles anvertraute. Er war der Kapo dort im Gefängnis, in aller Liebe. Gott war mit ihm und er war weise. Ja, der Gesegnete ist überall gesegnet. Durch seine Fähigkeit, Träume richtig zu deuten, wurde Pharao auf ihn aufmerksam. Er wurde der Vizekönig von Ägypten, der eigentliche Herrscher Ägyptens, ja. Der konnte walten und schalten, Getreidesilos bauen, Geschäfte machen, Kontakte schließen. Und das war der Höhepunkt im Leben des Josefs. Dein Höhepunkt kommt, wann auch immer, das weißt du immer noch nicht, verstehst du? Ich weiß auch noch nicht. Ja, ich habe meine Lehrjahre in Stuttgart gemacht, meine Gesellenjahre in Heilbronn, und hier mache ich meine Meisterprüfung, und da mache ich schon 30 Jahre daran oder 35, ja, und bin immer noch nicht fertig. Ich habe noch viel zu tun. Josef rettete nicht nur seinen Vater und seine Brüder, er rettete ja, ganz Ägyptenland und die umliegenden Länder, die Hethiter, die Kanaaniter und da unten die von Nil unten in Äthiopien. Gott hatte zu ihm ein gutes Verhältnis. Josef war der Nahrungsbeschaffer, 1. Mose 45, Vers 5, der Nahrungsbeschaffer. Er versorgte seine Familie, die Welt mit Nahrung. Ja, das war seine Bestimmung. Und jeder Mensch hat eine bestimmte Bestimmung für sein Leben, eine Berufung. Und das war sein Geheimnis, das Geheimnis seines Lebens. Nebenbei auch ein Bild auf Jesus. Ja, Jesus war Heiler und Jesus war Prediger, Jesus war Lehrer, aber er war auch der Erlöser, Halleluja, der uns den Weg zum Himmel freigemacht hat. Seine Seele wurde gequält in Ägypten, so hat uns dieser Stephanus in seiner Predigt, Apostelgeschichte, gesagt. Seine Seele wurde gequält, das Vaterhaus ganz Ägypten rettete, bloß seine Seele war betrübt. Vielleicht bist du auch in deiner Seele betrübt und sagst, Gott, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren, wie dieser Elisa oder ja, viele Männer Gottes und Frauen Gottes. Gott richtet alles auf, gemäß seinem souveränen Plan. Josef, verzage nicht, ich werde dich aufrichten, wenn es soweit ist, wenn es passt, wenn es für Gott passt. Es muss nicht für uns passen, es muss für Gott passen. Gottes Wille muss geschehen. Und betrachte das Leben Josefs, ich lade dich ein. Du musst nicht die Werke von Thomas Mann kaufen, verstehst du? In der Bibel steht alles drin. Ja, da steht alles drin. Josef wurde erniedrigt, bevor er erhöht wurde. Und das ist der Weg Gottes, das Natürliche. Wir müssen sterben, um aufzustehen, auferstehen. Und was nicht stirbt, verdirbt, wenn es stirbt. Wir müssen sterben. Josef übte seine Gabe ja, auf den untersten Sprossen der Gesellschaft aus, bevor Gott ihn auf die höchste, oberste Sprosse beförderte. Zuerst mal ganz unten anfangen.
mit der Picke, als Tellerwäsche, was auch immer ist, als Putzfrau, Putzmann oder Straßenfeger. Ja, Gott nutzte Josefs Träume, um ihn weiterzuführen. Du musst nur die Führung Gottes verstehen. Ja, durch das alles führt mich Gott hindurch, durch das alles. Und du wirst aufgebaut, verstehst du? Durch Misserfolg, durch Erfolg, Misserfolg, wieder durch Erfolg, verstehst du? Rauf und runter, zickzack. Wie dieser Elia und Elisa führte, zickzack, 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 zickzack. Verstehst du das? So läuft unser Leben ab. Zuerst geht es hinab in die Grube, in die Sklaverei, in den Kerker und dann schließlich auf den Thron. Wir sind für den Thron bestimmt, dass sich Papa, Mama und meine Brüder und Schwestern sich vor mir verbeugen, alle miteinander. Josef war 17 Jahre alt, als er diesen prophetischen Traum hatte wahrscheinlich. Er steht in 1. Mose 37, Vers 2, ja, und folgende Verse bis 4. Ja, 17 war die Zahl. 17 steht für Sieg, für geistige Ordnung und Erwählung. 17, ja. Mit 17 fängt das Leben an, war ein Schlager früher, mit 17, ja, da fängt das Leben an und da fing das Leben an. Unsere Träume, die Jugend und so weiter, tragen uns durch, was du geträumt hast. Und deshalb ist die Frage, was hast du geträumt als junger Mensch? Was war dein Traum? Müllabfuhr, vielleicht Polizist oder was auch immer ist. Ja, keine Beförderung gibt es ohne Vorbereitung. Gott arbeitet an uns, an unserer Seele. Er ist der Töpfer. Nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere, unseren Charakter, unser Temperament, unsere Motivation. Die Gottesbeförderung sieht oft, ja, sieht aus, das ist eine Herabwürdigung, so meiner Würde im Gefängnis oder jetzt als Sklave beim Potiphar den Boden zu putzen. Ja, das ist unter meiner Würde. Aber wir müssen Dinge tun, die unter unserer Würde sind. Seine Brüder werfen ihn in eine Zisterne, verkaufen ihn als Sklave und wird versteigert in Ägypten. Das ist das Leben eines gesegneten Mannes Gottes, eines Menschen, der so Vorbild ist auf Jesus Christus, verstehst? Er kam in diese Welt und die Seinen nahmen ihn nicht an. Dem ging es nicht besser, kein Haar. Ja, ging es gar nicht besser, wurde versteigert. Obendran landete er noch wegen Anschuldigung von der Vergewaltigung der Frau Potiphar ins Gefängnis. Ja, verbrachte dort mehrere Jahre, scheinbar ganz in der Vergessenheit. Und auch du musst ganz vergessen sein, sitzt zu Hause, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles, ja? Und musst warten, bis die Stunde Gottes kommt. Und die Stunde Gottes kommt zur rechten Zeit, just in time. Just in time. Ohne diese Erfahrung, dass du auf die Stunde Gottes wartest, wäre Josef niemals zum Herrscher fähig gewesen. Ja, vor der Beförderung kommt die Vorbereitung und die ist wichtiger als die Beförderung selbst. Hier geht auf einen Schlag, verstehst du, komm, bau dann die Silos, bau die Getreide, das, was du gesagt hast, mach das, das ist deine Arbeit. Aber Josef hat sich vorbereitet im Gefängnis, als Sklave, ja, enttäuscht von den Brüdern. Der Weg nach oben kann erst einmal für eine Weile der Weg nach unten führen, ja, in aller Liebe. Und es gehört zu unserer Beförderung, dass Gott uns durch schwierige Zeiten gehen lässt. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, auch in den schwierigen Stunden. Und gerade in den schwierigen Stunden ist der Heiland bei uns ganz nah. Wir müssen durchstrecken, durchmachen, bevor wir aufwärts gehen. Ja, von Sklaven zum Herrscher, das wäre die Geschichte von Josef, von Sklaven zum Herrscher. Er durchwanderte die Wüste. Nein, er durchwanderte die Wüste seines Lebens. Ja, Gott hat ihn geformt, seinen Charakter, stille zu sein, mucks nicht so viel, reg dich nicht auf, trag niemand was nach, vergiss es, ja, vergiss alles. Den Charakter kannst du nicht kaufen, den kann nur Gott bilden, den kannst du nicht kaufen. Charakter wird in der Wüste geformt, wenn nichts mehr läuft, wenn nichts mehr passiert, wenn du stille sein musst, kannst nichts machen, kannst die Dinge nicht verändern. Du würdest gerne die Dinge verändern, aber es geht nicht. Ja. Meine Botschaft heute ist auch mit unter anderem, gib nicht auf, sonst kommst du nicht ans Ziel. Gib nicht auf, lass es gehen. Interessant, Josefs zweiter Traum passiert im Himmel.
die Sterne, Sonne und Mond. Ja. Während beide Träume Pharaos irdisch waren, die fetten und mageren Jahre, alles blieb hier auf dieser Erde. Gott hat uns ja nicht in diese Welt gebracht, damit wir ein easy life führen, damit wir das Leben genießen. Wir sollen das Leben genießen, aber dazu sind wir nicht da. Ja. Wir müssen harte Nüsse ja, kauen, beißen, entweder ersticken wir oder wir schaffen es. Wir sind hier, um schwere Entscheidungen zu treffen, den schweren Aufstieg zu wagen. Es ist nicht leicht, verstehst du, aufzusteigen. Ja, es ist nicht leicht, in den Himmel zu kommen. Ja, es ist nicht leicht, den Himmel auf die Erde zu bringen. Es ist nicht leicht. Und was ist schon leicht in diesem Leben, sagen wir. Das ist es, was uns besonders ausmacht. Ja, es macht uns menschlich aus und wir sind das auserwählte Volk. Ja, Israel sollte auserwähltes Volk werden, aber die mussten durch viel Not gehen, durch viel Trübsal. Die Träume des Josef, verstehst du, die bereiten sein Leben für die Zukunft. Josef heiratete übrigens die Tochter von Potiphar, ja, die Osnat, er heiratete die Osnat und von ihr hat er zwei Kinder, Ephraim und Manasse. Und dann sagt er irgendwo, als seine Brüder kommen, Gott ließ mich alles vergessen, als sein Sohn geboren ist. Ja, Gott ließ mich alles vergessen. Ich fange was Neues an. Er heiratete die wahrscheinlich noch als Erinnerung aus seiner Sklaverei. Das ist alles dient zum Besten. Da lernte das Mädchen kennen, ja, die Osnat. Und er bringt zwei Söhne ihm, schenkt ihm zwei Söhne. Und die werden zu Stammväter Israels, Ephraim und Manasse. Ja, er kommt in seine Berufung. Er erfährt, eine Hungersnot wird kommen. Pharao selbst träumt, verstehst du, und er legt den Traum aus. Seine Brüder kommen ein Jahr später, wollen Getreide kaufen. Und er gibt sich seinen Brüdern zuerst mal nicht zu erkennen. Ja, er spielt mit ihnen, so wie sie mit ihm gespielt haben. Er spielt mit ihnen. Lies seine Geschichte. Und so schreibt Gott die Geschichte mit uns. Es erfüllte Träume. Die haben nicht gewusst, das ist der Josef hier. War glatt rasiert, verstehst du, kein Bart. Spricht Ägyptisch. Und deshalb sagen die Brüder, der ägyptische Mann. Verstehst du? Das war ihr Bruder, der ägyptische Mann. Oft weißt du nicht, wer dein Bruder oder deine Schwester ist. Oft weißt du nicht. Verstehst du, glatt rasiert, verstehst du? Ohne Bart, die waren alle noch mit Bart, die Juden, verstehst du? Die waren noch fromm und gerecht und fromm. Ja, alles klar. Ja. Und Gott räumt mit den Sünden auf durch den Josef bei den Brüdern. Eine andere Geschichte noch dazu möchte ich mit einflechten. Jakob hat sich an seinen Vater vergangen. Ich bin Esau, dein ältester Sohn, dein erstgeborener Sohn, der hat den Vater betrogen. Und jetzt betrügen 10 seiner Söhne den Vater. Josef ist tot. Und die wissen gar nicht, der weiß gar nicht, dass der Josef lebt. Ja, so sieht, weißt du, die Sünde rächt sich, die Sünde wiederholt sich, die Vergeltung kommt. Gott macht alles wieder gut. Und das ist für mich ein Bild der Wiedergutmachung. Ich muss mich nicht sorgen, wie mache ich das wieder gut, verstehst du? Die Hand ausschütteln und sagen, Bruder, Schwester, vergib mir bitte, vergiss es. Der liebe Gott muss es machen, auf seine Art und Tour. Von nun an geht es alles bergauf. Ja, als er den Traum gedeutet hat dem Pharao. Ja, und es geht bergauf. Gott erhöht dich, wenn alles passt. Das gefällt mir. Ich bin unterwegs da nach Franken und da habe ich Kaffee getrunken und dort gab es Untertasse und Tasse. Und ich bringe das wieder zurück an der Theke und gebe die Tasse ab und sage ich, das ist mein Geschirr und das ist so und so, dann sagt das Mädel, es passt schon, es passt schon. Ja? Und es ist schön, wenn es alles so passt. Gott macht es passend in unserem Leben. Gott erhöht dich, wenn es passt. Ja, er entschädigt dich für alle Leiden. Früher gab es Lastenausgleich hier in Deutschland, in BRD, Bundesrepublik, was du in Osten gelassen hast, was man dir genommen hat und so weiter, hat Lastenausgleich gegeben. Du kriegst deinen Lastenausgleich, Halleluja, preis dem Herrn. Wenn du deine Berufung hast, warte auf die Stunde Gottes. Warte, bis der Traum sich erfüllt, bis Gott selbst Ordnung schafft, bis es passt, ja, bis es passt.
Sein Geist überwindet alle Hindernisse, kulturelle und religiöse Hindernisse. Gott hat einen wunderbaren Plan gehabt mit Josef und seiner Familie und der Welt und Ägypten. Ja, hat einen wunderbaren Plan gehabt. Wenn Gott einen Plan hat, hat er nicht nur mit dir einen Plan, er hat mit deiner Familie einen Plan und mit der Welt und mit Ägypten, mit Deutschland oder wo du auch lebst. Ja. Und den verwirklicht er konsequent. Ja. Zuerst schien dem Josef, als alles durcheinander wäre, Chaos wäre, wer soll da durchblicken, was da alles passiert? Nein, Gott schreibt auf krumme Linien gerade, Halleluja, auf krumme Linien gerade, hat Siegfried Fitz in einem Lied mal gesungen. Wie viel es war Josef selbst schuld? Sagst du, wie bitte? Ja, der Traum, den hat Gott gegeben. Aber du musst nicht gleich aufspringen und am Frühstückstisch allen erzählen, heute Nacht habe ich geträumt, das und das. Verstehst? Er hat zu viel geplappert. Und etwas, was ich gerne weitergebe, plappere nicht so viel. Erzähl nicht von deinem Leben, mach keinen Seelenstriptease, was in deinem Leben also passiert, das, was Gott dir gezeigt hat. Ja, die Brüder wurden neidisch. Die wären nicht neidisch geworden, wenn er nicht erzählt hätte alles. Und alle haben sich vorher mich verbeugt, nur meine Ehre blieb aufrecht. Ja, bild dir nichts ein, sei still. Wenn Gott dir was zeigt, dann behalte es für dich. Und Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Die war klug, die Maria. Ja. Wie vieles war Josef selber schuld, konnte nichts für sich behalten, gab dem Feind Angriffsflächen. Ja, im Gefängnis lernte er auf die Stunde Gottes zu warten. Er legte die Träume erst aus, als er gefragt wurde. Und manche Leute fangen an zu missionieren, die sind gar nicht gefragt. In der Bibel steht es, wenn dein Sohn dich fragt, warum du in der Stiftshütte da gehst oder so Stiftshütte zu Hause machst, dann erklär ihm. Und du solltest erst dann einem Menschen was erklären, wenn er dich fragt. Und so viele Leute ja, versuchen das, was überstülpen, verstehst du, musst dich bekehren und du musst das und das und das. Nein, keiner muss es und du kannst auch niemanden bekehren. Die Zeit muss reif werden. Im Gefängnis lernte Josef auf die Stunde Gottes zu warten, legte die Träume aus beim Bäcker und beim Mundschenk. Ja, als er gefragt wurde, als er gebraucht wurde, hat er gedient. Immer wenn er selbst was machte, wurde er enttäuscht, kam in Schwierigkeiten. Seine Beförderung, ja, die kam erst nach dem Gefängnis, als er vergessen wurde, als er sich damit abgefunden hat. Geschwister und Freunde, wir müssen mit unserem Leben abfinden. Das ist es, das bin ich. Und das werde ich auch sein. Ja, und Gott hat seine Hand mit im Spiel bei mir und bei dir, bei uns allen. Ja, finde ich damit ab. Die haben mich vergessen, mich gar nicht gefragt, mich gar nicht angerufen. Die interessiert es gar nicht, verstehst du? So ähnlich, verstehst du? Er fand Gunst bei dem Gefängniswärter und der Herr war mit Josef. Wichtig ist, dass du Gunst bei Gott hast und nicht bei den Menschen. Vergiss die Gunst bei den Menschen, dafür kannst du nichts kaufen. Josef musste lernen, mit Enttäuschungen zu leben, nicht zu verbittert werden. Ja, nicht zu verbittert. Warum passiert mir das? Verstehst du? Jemand hat mir geschrieben, warum passiert guten Menschen so viel Schlechtes? Guten Menschen, ja, warum müssen sie durch die Hölle durch, was auch immer ist? Wir sind für ein siegreiches Leben bestimmt, egal wo und wie und wann. Ja, Plagen dürfen unser Leben nicht bestimmen. Leiden, Mühe und Notzeiten, Schiffbruch, Pannen, Beschwernisse, Sorgen, ja, dürfen unser Leben nicht bestimmen. Ja, so kalte Dusche, eine Absage, das darf uns nicht beherrschen, diese Absage. Okay. Misserfolge. Lies mal 2. Korintherbrief, ja, was da drin alles steht, was der Paulus alles durchgemacht hat, wo er alles hingeraten ist. Fehlschläge, Scheitern, Pech darf unser Leben nicht bestimmen. Katastrophen, Tragödien, böse Nachrichten, Negatives, unerklärliches Traumas, das darf unser Leben nicht bestimmen. Ja, schwere Prüfungen, Pech, ja, dürfen uns nicht mutlos machen. Das nehmen wir alles mit links. Ja, lernen mit links alles mitzunehmen. Josef hat alles durchgehalten. Er gab seinem Gott nicht auf. Das war das Einzige, was er nicht aufgab. Alles andere hat er aufgegeben, vergessen. Nur seinen Gott, was er bis 17 Jahre zu Hause beim Papa gelernt hat. Ja, das hat er behalten. Und das, was dein Kind und du deinem Kind mitgegeben hast, bevor es in die Welt ging, das bleibt bei deinem Kind, das kann ihn niemand nehmen. Das bleibt, ja. Ein Kind behält es bis zur Pubertät,
Und sobald er in die Welt geht, wie dieser Josef hier mit 17 Jahren verkauft wird, das hat alles behalten von zu Hause. Gott, mein Gott, unser Gott, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, ist auch mein Gott, Halleluja. Und der Herr ließ mich alles vergessen. Und er heiratet hier die Tochter von Potiphar, zeugt Söhne, zwei Söhne. Gott ließ mich alles vergessen. Ich fange neu an. Ja, mit meinem alten Gott fange ich neu an. Und denk dran, was du zu Hause beim Papa und Mama gelernt hast, vielleicht in der Sonntagsschule, in der Kinderkirche oder wo auch immer. Danke Gott, was du lernen durftest, ja, als Mundschenk später, verstehst du, und wo auch immer. Ja. Josef stand über alle seine Enttäuschungen, über seine negativen Erfahrungen, über seine Verletzungen. Menschen haben ihn verletzt. Was glaubst du, wie schlimm es ist, wenn dich deine Brüder verletzen? Das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt, ob es in der Gemeinde ist oder in der Familie. Das ist furchtbar. Ja, wenn die Weltmenschen dich verletzen, dann sagst du, ja, die wissen nichts Besseres. Aber wenn deine Brüder dich verletzen, die kennen dich von Haus an, die kennen deine Mutter, deinen Vater, ja, und die verletzen dich und das tut dir weh. Du musst auch das vergessen, was dir so weh tut. Ja, weise den Geist der Panik zurück, überlass dich nicht dem Gefühl, ja, ich bin nicht gewachsen oder ich bin ungeeignet oder reicht nicht aus. Josef, der hat keine große Ausbildung gehabt, aber Gott hat ihn ausgebildet. Gott ging mit ihm. Ja, und plötzlich hat er ein Gefühl gehabt, ich kann Träume deuten, ich kann etwas, ich kann Träume deuten. Und das war sein Beruf, seine Berufung, Träume deuten. Verliere deine Minderwertigkeitsgefühle, vor allem dann, wenn die Dinge nicht so laufen und gehen, wie sie sollten und wie du gerne gewünscht hättest. Passiert nicht, ja. Wie oft ist mal in meinem Leben manches nicht so gelaufen, wie ich wollte? Ich bin gelaufen dann, verstehst du? Ich habe weitergemacht, verstehst du? Dreiviertel Jahr bin ich um die große Kirche herumgefahren. Lieber Gott, ich nehme diese Kirche im Glauben ein. Und dann passiert es, dann passiert es. Unsere Beförderung hängt von unseren Tests ab, ja, wie wir sie bestehen. Gott will nur deine Reaktion sehen. Er will nicht dir was Großes antun. Nein, er will nur deine Reaktion sehen. Deine Reaktion ist entscheidend, wie du reagierst. Ach, der Herr hat es genommen, der Herr hat es gegeben, der Name des Herrn sei gepriesen. Es geht weiter. Es geht weiter, Leute. Ja, und in meinem Leben bis hierher, verstehst du, bis Ollenhauer Straße 15, es ging weiter und es geht immer noch weiter. Ich verzage nicht. Ja, Jakobus Kapitel 1, Vers 12. Gesegnet ist der, der die Versuchung übersteht, die Anfechtung, diese Hindernisse, Hemmnisse, was auch immer ist, Erschütterungen. Erschütterungszeiten sind Aufbauzeiten, sind Gottes Wirkungszeiten. Manche erkennen das nicht. Ja, Christen sind geschockt. Ach, was passiert mir? Hinter mir ist der Teufel. Vergiss den Schmarrn. Du bist ein Kind Gottes, dein Leben ist in seiner Hand und niemand kann und darf dich auf seiner Hand reißen. Ja. Ja, Christen sind geschockt, wenn sie erschüttert werden, wenn sie durch Tiefen gehen müssen. Dann kommen noch andere, die Brüder und Schwestern, und sagen, du hast keinen Glauben. Ja, dein Verhältnis zu Gott stimmt nicht. Menschen ohne Ideen, Vision und Traum leben ins Leere, drehen sich im Kreis. Da passt gar nichts mehr. Ja, Josef, er hatte einen irdischen Traum, die Ehren, und einen himmlischen Traum, die Sterne. Ja, hab einen himmlischen Traum. Wenn ich einmal bei Jesus bin, ist alles vorbei. Halleluja. Da denkt man nicht mehr dran, ist alles vorbei. Halleluja. Ja. Und beide Träume gingen in Erfüllung, der irdische und der himmlische Traum. Und bei uns wird auch der himmlische und der irdische Traum in Erfüllung gehen. Ja. Ja, wenn du Gott vertraust, da wirst du alt und grau, wirst von den Adlern getragen über das tosende Meer, was auch immer ist. Ja. Optimistische Menschen besitzen zwei grundsätzliche Lebenseinstellungen. Erst einmal, ich habe Kontrolle über mein Leben, über mich selbst. Ich kann über meine Gefühle herrschen. Das brauche ich nicht, das muss ich nicht haben. Josef wusste, ich bin fähig. Was ich auch anpacke, das wird mir gelingen. Gott ist mit mir. Und das reicht mir vollkommen, wenn Gott mit mir ist. Ja. Ob er Sklave war bei Potiphar, oder ob er im Gefängnis war, wo auch immer war, Gott wird mir helfen. Auch wenn ich dumm bin, ein Hirtenjunge, ja, Gott wird mir helfen. Er war einsam und allein, er war nicht hilflos und unfähig, der Herr war mit ihm.
Und das hat einen zu einem Optimisten gemacht. Nicht, ich habe studiert oder ich habe es gelesen oder habe es gehört. Nein, der Herr war mit Josef. Durch seinen positiven Geist beherrschte er jede Situation und machte aus allem das Beste. Nicht nur der liebe Gott, er machte das Beste in seinem Leben. Er machte das Beste. Beherrsche die ganze Verdrehungen und Verzerrungen in deinem Leben, was auch war, die ganzen Widersprüche hier rein und daraus. Wie oft am Telefon rate ich die Leute, warum hat der liebe Gott zwei Ohren gegeben, damit du mit einem Ohr hörst und mit dem anderen Ohr weiterlaufen lässt, verstehst du? Dass du gar nicht so ernst nimmst, dass du nicht in deinem Kopf arbeiten lässt. Vergiss es. Mach es wie Josef, lerne zu vergessen. Überlass Gott alles. Ja, glaube an deine Beförderung im Himmel einmal. Wenn ich bei Jesus bin, da wird alles blass und klein hier auf dieser Erde. Er glaubt an Gott und nicht an die Menschen, auch nicht an seine Brüder. Hör mal, das sage ich dir, nach 55 Jahren Gemeindearbeit, Dienst in der Gemeinde und so weiter. Glaube an Gott und das wird gelingen. Verlass dich nicht auf die Menschen, verlass dich auf Gott. Ja, und nicht auf deinen Verstand, obwohl dein Verstand wichtig ist und gut ist. 1. Mose 50, Vers 20. Josef sagt zu seinen Brüdern, ihr habt Böses im Sinn gegen mich gehabt, aber Gott hat dabei Gutes im Sinn, um zu erreichen, was ihr heute seht. Ihr seid viel Volks. Über 70 Leute sind nach Ägypten gezogen, damals mit Jakob, als er Josef sie holen ließ. Ja, es war nicht leicht für Josef, diesen Weg zu gehen. Über 20 Jahre musste er lernen, stille zu sein, auf Gott zu warten, auf die Stunde Gottes. Ja, ja zu Gottes Wegen zu sagen. Gottes Wege sind keine leichten Wege, Geschwister. Ich möchte euch nicht erzählen, weil es gibt dumme Christen. Es gibt dumme Christen, die singen, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Es ist es, aber das ist nicht wahr. Es ist schrecklich, mit Gott zu gehen. Weißt du, wir müssen durch Tiefen durch, müssen gehasst werden, müssen verfolgt werden, müssen abgelehnt werden. Ja, bilde dir nichts ein, dass wenn du Christ bist, wird es alles leichter. Nein, das ist nicht wahr. Du kriegst Kraft nur von Gott, dass der Herr dich stärkt, verstehst du? Du kriegst Muskeln und kriegst Glauben, kriegst Kühnheit, kriegst Mut, kriegst Zuversicht. Ja, und nur Spinner glauben, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Ich musste so viele Leute enttäuschen, komm runter, Schwester, Bruder, komm runter. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Nein, denk an Josef. Ja, es war Herrlichkeit, mit ihm zu gehen, nachher auf dem Thron zu sitzen und zu regieren. Ja, der ägyptische Mann, ja. Der ägyptische Mann. Ja, die meisten Frommen bilden sich ein, sind enthusiastisch, ja, aber da vergeht ihnen bald das Lachen. Ja, sie werden nüchtern. Wo bin ich hingeraten? Was ist da los? Verstehst du? Alles kahl, Gefängnis, ein Stock, wie auch immer es. Paulus und Silas kamen ins Gefängnis, aber mitten im Gefängnis haben sie gesungen. Und Gott hat einen Hinterhalt verschafft. Spätestens dann, wenn du in eine Zisterne gelandet bist, als Sklave versteigert wirst, im Knast landet und so weiter, dort vergessen wirst, da wird alles bedeutungslos, da ist nichts mehr Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Sei ehrlich zu dir selbst, ja, und zu der Bibel und zu Gott. Ehrlich. Spiel nicht was vor. Ja, ich danke Gott, vergiss es. Ja, die Gnade muss erlebt und angenommen werden. Was das alles bedeutet. Weißt du, ich könnte über die Gnade noch eine Predigt halten, jetzt heute Abend, aber das spare ich mir. Ich will auch mal Feierabend haben, mit aller Liebe. Ja? Gottes Wege sind für uns immer schwer zu verstehen. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. So hoch wie der Himmel ist, so weit und so hoch sind meine Wege und meine Gedanken. Gottes Wege sind angefochtene Wege. Da kommt der Teufel und sagt, glaubst du, dass Gott dich liebt? Ja, ich weiß. Er liebt mich mit Haut und Haaren. In aller Liebe. Die Zisterne und die Grube, das Böse, das alles befremdet dich. Das ist alles entwürdigend. Josef, ja, sagt, ihr dachtet böse mit mir. Aber Gott hat gut mit mir gemeint. Gott hat gut mit mir gemeint. Ihr wolltet nicht, dass Gott mit mir einen Plan bei euch zu Hause verwirklicht. Das hätte auch zu Hause passieren können. Auch zu Hause hätte Gott Gnade geschenkt, dass der Josef groß rauskommt, aber die Brüder wollten das nicht. Wie viele Christen, wie viele Pastoren, wie viele Diener, wie viele Mitarbeiter im Reich Gottes, ja, hätten was werden können im Reich Gottes, aber die Brüder wollten es nicht, verstehst du? Die Schwestern wollten es nicht. Ja, und
Sie wurden rausgeschleudert irgendwo in der Welt und dort, verstehst du, so viele Schlagerstars, Michael Jackson und Johnny Cash, die haben in der Gemeinde angefangen zu singen. Ja, bei Johnny Cash war der Vater Prediger, Pfingstprediger in der Gemeinde Gottes noch, Halleluja. Ja, aber der Junge wurde rausgeschleudert oder so viele andere, die schreit zu viel oder sie singt zu laut und die kamen nicht zum Zug. Aber dann in der Welt machten sie Karriere, wurden Weltstars, ja. Und dann haben sie gewundert und trotzdem sind sie bei Gott geblieben. Ja, was auch immer ist. Ja. Die Welt versteht viele nicht. Ja. Und deshalb werden sie rausgeschleudert zur Zentrifugenkraft und müssen in der Welt ihre Karriere suchen. Und die finden ihre Karriere. Denn jeder hat eine Berufung. Seine Brüder ließen ihn scheitern, doch Gott ließ ihn nicht scheitern. Er war mit Josef. Ja. Er war mit Josef, die Brüder, die eigene Familie, sie waren herzlos, lieblos. Josef war für sie zu heilig, zu fromm und zu gerecht. Ja, Betbruder, Betschwester. Er hatte die Verbrechen seiner Brüder dem Vater gesagt. Das hat er gemacht, verstehst du? Ich sage, er ist nicht so unschuldig. Er hat verpetzt. Ja, er hat verpetzt. 1. Mose 37 lese ich Vers 2. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silfas, der Frauen seines Vaters. Und er hinterbrachte seinem Vater die üblen Nachreden, die da gesprochen worden sind. Verstehst du? Er hat verpetzt. Er hat seinen Mund nicht halten können. Er war die Stille. In dem Gefängnis lernt er, Stille zu sein. Das müssen die Bösen nicht und mögen es nicht, dass du verpetzt die bösen Taten dem Papa erzählst. Ja. Und das ist so wichtig, das mögen die Bösen nicht, dass man hinter ihnen her ist und sie ausforscht und sagt, Papa, guck mal, was die erzählt hat, was der erzählt hat. Ja. Josef, jetzt komme ich noch, ich kriege eine Eingebung noch dabei, verstehst, auch im Gebet, du sollst nicht so viel plappern, steht ja in der Bibel. Sag nicht, lieber Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, die Schwester sowieso, der Bruder sowieso. Überlass es Gott, plapper nicht so viel zum Vater im Himmel. Verklag die Leute nicht, denn du tust das Werk Satans, sondern du verklägst. Ja. Ihr habt gedacht, Böses im Sinn, habt ihr gehabt, mir zu schaden, aber Gott macht es gut. Gute Menschen haben nichts zu befürchten. Ja, in diesem Leben und auch im anderen Leben nicht, auch wenn es hier noch drunter und drüber geht. Wer gerade aus seinem Weg unschuldig geht, den führt Gott und leitet Gott. Bei dem macht Gott alles gut. Ja, auch die Schwierigkeiten haben was Gutes in sich. Auch die Schwierigkeiten haben was Gutes in sich. Kannst du da Amen sagen? Ja, so sei es. Ja, die meisten Leute können das nicht sagen. Die verstehen das nicht. Ja. Die Guten, wie Josef, müssen manchmal schlimme Enttäuschungen durchleben. Ja. Was hat der Junge hier alles durchmachen müssen, bis er das Ziel seiner Bestimmung, dieser Beförderung erreicht hat? Er konnte nichts dafür, dass seine Brüder hassen. Vielleicht doch. Ja, es war menschlich, ja. Aber er konnte nichts dafür, dass er die Träume hatte. Die Träume waren von Gott. Das war nicht seine Einbildung und seine Fantasie. Ja. Er konnte nichts dafür, dass Gott einen Plan für sein Leben hatte. Ja, dass Gott ihn so veranlagt hatte. Die Vorsehung, seine Bestimmung, ja. Das war für sein Leben. Er konnte nichts dafür. Und du kannst auch nichts dafür, was in deinem Leben drinsteckt. Er konnte nichts dafür, dass sein Vater ihn mehr liebte. Er konnte nichts dafür, dass seine Brüder ihn hassten, ja, ihrem Vater ungehorsam waren, ihren Vater belogen haben. Sie konnten nicht. Der Josef wusste bis zum Schluss, bis er sich zu erkennen gibt, nicht gewusst, was da passiert ist, dass das Tuch da in Blut getaucht wurde. Ein wildes Tier hat deinen Sohn zerrissen. Aber der lebt und er regiert und er ist König von Ägypten. Ja. Er konnte nichts dafür, für die Verdorbenheit der Sünde, der Bosheit seiner Brüder. Steh über die Enttäuschungen, was auch immer ist. Josef musste weiterleben, weitermachen, sich damit abfinden, erdulden und ertragen. Und Josef ist ein Typ auf Jesus, Halleluja. Und er erduldete alle Schmach und Schande für dich und mich, auf das du nicht mehr so groß erdulden musst. Wir müssen das alles noch ertragen, aber nicht mehr so schlimm wie der Herr Jesus Christus. Wenn du weiterleben willst, musst du dich mit vielem abfinden.
Ja, mit vielen in deinem Leben. Dafür ist auch Gott noch da. Der Herr war mit Josef. Finde dich damit ab. Der Herr wird es schon machen. Es wird so kommen, wie es kommen muss. Halleluja. Es passt schon. Es passt schon. Ja. Josef konnte sagen, und der Herr war mit mir. Darum hat Josef sich abgefunden, alles gelassen, hingenommen. Das passt schon. Ja, solange Gott mit einem ist, kommt man immer wieder und überall zurecht. Man kann alles akzeptieren, annehmen und weitermachen, einstecken und fröhlich weiterziehen seine Straße. Ja. Er war immer besonnen, ausgeglichen, gelassen und cool hinterher. Verstehst du? Nicht gleich das erste Mal, wo seine Brüder kommen, sich so erkennen geben. Jetzt habt ihr, siehst es, jetzt müsst ihr vor mir sich beugen. Wir sind Söhne eines redlichen Mannes. Verbrecher seid ihr. Verstehst du? Er hat ihnen nicht die Sünde vorgehalten, sondern er hat noch ein Silberbecher gegeben, noch was mehr eingepackt und dergleichen und sie gesegnet, dass sie noch nach Hause gehen, dass sie den Vater grüßen und so weiter. Der Mann, der ägyptische Mann, lässt den Papa grüßen und wie geht's euch und so weiter. Ja. Du siehst, er hat nicht gleich sofort alles offenbart, auf den Tisch gelegt. Das war vorher, verstehst du, alles sofort erzählt und alles sofort aufgetischt und was da war. Josef zeigt uns, wie man mit Enttäuschungen, mit negativen Erfahrungen und Entwicklungen fertig wird. Ja, Josef hat sich in seinen Brüdern getäuscht. Er war bitter, aber das hat er ihnen nicht vorgehalten. Judah, denk, was du mit mir getan hast. Du hast für mich nicht gebürgt. Du hättest es machen sollen, aber nein. Und er hätte in Depression verfallen können und so weiter und bitter werden können, aber nein, er hat vergessen lassen. Seine Frau gebiert den ersten Sohn, verstehst du, Ephraim, und er kann alles vergessen. Ja, Gott geht mit mir weiter, macht mit mir weiter Geschichte. Er vertraut seinem Gott, lebt weiter mit Gott wie bisher. Er sagt seinem Gott nicht ab, sondern sich auch nicht ab, kapselt sich auch nicht ab. Nein, er schaut doch nicht zurück. Was hinter ihm liegt, ist vorbei, vergessen. Und ich möchte auch dir Mut machen, vergiss alles, was hinter dir liegt. Das ist alles irdisch, vorbei, verstehst du, das kommt alles, wenn du beerdigt bist, das bleibt alles hier. Ja, das nimmst du nicht mit in den Himmel. Ja, er steht über seine Enttäuschungen, klagt nicht mehr über ein Pech, das ist ein Pech, was er erlebt hat, das Unglück, das ihm passiert ist und widerfahren ist. Im Gegenteil. Eine große Verheißung, Gott hat mir einen Sohn geschenkt, Halleluja. Mein Sohn. Ja, Gott war für sein Leben, an dem hält er sich fest. Und dann ist er fröhlich und übersieht und ignoriert das Negative. Er weiß, Gott sitzt am Webstuhl und webt, Halleluja. Sitzt am Webstuhl meines Lebens und webt. Ja, die Engländer haben in ihrem Stoff einen roten Faden. Verstehst du? Dann weiß es ist englischer Stoff und es ist ein Stück, ein ganzes Stück, verstehst du, dieser englische Faden. Und du darfst auch in deinem und in meinem Leben, darf ich wissen, da ist der rote Faden, der Faden Gottes, Halleluja. Ja. Und er weiß, wo ich enttäuscht war, was ich alles gemacht habe. Und er bürgt für das Muster, wie es verläuft, wie es ist. Ja. Du weißt, dass du echt bist. Der rote Faden ist in deinem Leben. Der Herr ist in deinem Leben. Der Herr war mit Josef. Ja. Dann bist du aus einem Stück gewebt. Brüder und Schwestern, wir sind aus einem Stück gewebt. Englische Ware, aus einem Stück gewebt. Menschen wären verhungert, wenn Josef nicht nach Ägypten gekommen wäre und man den Josef nicht entdeckt hätte. Selbst seine Familie wäre verhungert. Was glaubst du, was da alles passiert wäre, wenn Josef nicht entdeckt worden wäre? Aber Gott sei Dank, er ist entdeckt worden und erst dann konnte er den Platz einnehmen, den Gott ihm zugewiesen hat, Herr in Ägypten. Ja, er wollte nicht in Ägypten bleiben. Er hat sogar einen Schwur genommen von seinen Brüdern, wenn ich sterbe, ich werde eine Mumie und bringt mich zurück in das Land meiner Väter. Nur nebenbei. Er wollte kein Ägypter sein. Er wusste, ich gehöre nicht hierhin, ich bin ein Fremdling. Und deshalb ist es so wichtig, dass du innere Heilung brauchst und bekommst und nicht verstümmelt, verbittert, verletzt bleibst. Deshalb, so viele Menschen brauchen innere Heilung, innere Versöhnung mit sich selbst und mit Gott. Ja, inneren Frieden und Freiheit. Josef hatte keine negativen Gedanken über seine Brüder.
Hast du noch über deine Geschwister negative Gedanken? Überleg einmal, wenn du betest, an wem denkst du da immer? Wer fällt dir immer ein? Und da ist es etwas, was noch nicht beglichen, noch nicht in Ordnung ist. Ohne der Versöhnung wäre nicht der Friede da. Ohne der Versöhnung durch Gott geschah. Ja, und ohne dem Allen wäre er nie an den Posten gekommen, wo er hingekommen ist, wo Gott ihn haben wollte. Und er hätte den Hass der Brüder nicht ertragen können. Jetzt kommen die Lumpen, die hätte alle einsperren können, in einen Sack stecken können und fertig wäre die Sache erledigt. Er wäre der Herr, er war der Herr. Er hätte das alles machen können, aber er hat es nicht gemacht. Er war großzügig, war jedes Mal großzügiger. Und das ist ein Zeichen der Versöhnung und der Vergebung, dass man großzügig ist. Ja, und dann kann Gott mit einem Geschichte machen. Und Josef hat Geschichte gemacht. Und der Ramses, dem Großen. Selbst wenn bei dir alles aus dem Ruder gekommen ist und so weiter, mit Gott kriegst du alles in den Griff wieder. Es geht wieder weiter. Mit Gott bekommst du Überblick. Wenn du mit Gott gehst, bist du überall und alle Zeit gesegnet. Auch wenn die Umstände ungesegnet sind und die Welt ungesegnet ist, bist du gesegnet. Dann machst du aus jeder Situation das Optimale. Halleluja. Und solange Gott mit einem ist, hast du nichts zu befürchten. Kannst alles ertragen, verkraften, kannst alles schlucken, ja, mit allem leben und dich abfinden, alles vergessen. Und das ist die Gnade Gottes. Das ist die Gnade, wie sich auswirkt in unserem Leben. Und ja, du kannst alle Bosheiten deiner Brüder vergessen, was sie alles dir angestellt haben, die Enttäuschungen. Ja, kannst aus der Situation noch das Beste machen. Ja, deinen Vater und deine Mutter holen und sie weinten bitterlich, als er dann zu erkennen gab. Ja, Josef ging raus und weinte bitterlich, aber dann, als er sich zu erkennen gab, und das war noch nicht Zeit, du musst warten immer auf die Stunde Gottes, bis das soweit ist, und dann kannst du bitterlich weinen. Josef triumphierte nicht, er spielte nicht den starken Maxe und der Mann, er demütigte sich nicht groß, verstehst du, vor seine Brüder, sondern er überließ alles Gott. Er selbst war unschuldig und er hat gelernt, alles durchzustehen, bis er den Benjamin sieht und das Gelübde abgenommen, dass sein Bruder sieht, verstehst du? Der Papa hat noch einen Bruder, aber den Sohn, verstehst du, den Benjamin, und die Mutti starb, die Rahel starb bei der Geburt des Sohnes. Halleluja. Lieber Gott, du willst auch uns befördern. Wir sind hier auf der Startrampe und wir warten, bis wir auch eine Bilderbuchkarriere haben, aber das geht manchmal nicht von heute auf morgen. Wir müssen durch viele Tiefen, durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen, bis du uns ans Ziel gebracht hast. Ja. Und wir können aus dieser Geschichte von Josef so viel lernen. Hilf meinen Hörern, wo sie auch immer sind, dass sie ihre Enttäuschungen, ihre Bitterkeit, ihre Erfahrungen, das Negative beerdigen können und einfach verarbeiten in Jesu Christi Namen. Amen. Wir hören ein Lied. Sein ist die Zeit. Ja, just in time. Und dann nehmen wir unser Opfer auf. Gott möge uns segnen.